Ja. Gibt es denn verschwommen, oder? Warum ist das denn? Ah, ich bin voll aufgeregt. Okay, Leute, ich melde mich dann. Warum Untertitel? Keine Ahnung, aber mir fällt auf neben dir, ich muss unbedingt zum Friseur. Das, die waren aber echt süß, die Mädels. Mhm. Shoutout an die Mädels aus Café Boer, ihr wart richtig süß. Ja. Und Shoutout, sagt mir doch, wenn ich was zwischen den Zähnen habe. Leute, ich mache mir gerade Sommerrollen und das wird das erste sein, was ich jetzt esse mit gemachten Lippen. Lol. Gibst du auch immer ein und dann wartest du, das macht niemand. Geil. Oh mein Gott. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Donnerstag und ich dachte mir, ich starte diesen Vlog und werde mal so heute, morgen und am Samstag mitfilmen, weil die Tage ein bisschen was ansteht. Und zwar kommt morgen Vivi zu mir aus Köln, beziehungsweise ich meine, die wohnt in Köln oder Düsseldorf. Und wir werden das Wochenende zusammen verbringen. Sie wird bei mir schlafen und wir werden ein paar Dinge machen. Wir wissen zwar noch nicht genau was, weil morgen Karfreitag ist und alles zu hat, aber wir werden schon was finden und am Samstag werden wir wahrscheinlich auch Content machen und sowas. Wahrscheinlich auch morgen schon. Und sie kommen morgen früh zu mir. Und heute bin ich mit Hanna und Tamino und habe eben mein Video ready gemacht, was heute online kommt. Und ich werde mich gleich mit den beiden treffen. Und ich dachte mir, das ist eine gute Möglichkeit, mal wieder zu vloggen. Ich habe jetzt noch ungefähr eine Stunde Zeit und dann muss ich los. Aber ich wollte jetzt erstmal ein Paket unboxen, was bei mir ankam. Und zwar habe ich bei Douglas bestellt. Ich habe nämlich zwei Backup-Produkte bestellt, die bei mir leer gegangen sind. Wie mache ich das denn auf? Wir haben einmal meine Fit Me Foundation in der 118 und mein Puder ist auch fast leer, deswegen habe ich mir das nochmal nachbestellt. Laura Mercier einfach. Ich habe mir nämlich letztens auch so ein Catrice Puder geholt, aber ich mag so lose Puder einfach viel, viel mehr. Und deswegen habe ich mir das sogar nachbestellt. Ich muss heute unbedingt meine Wohnung ein bisschen aufräumen, bevor Vivi zu mir kommt. Und ich wollte auch schon das Bett beziehen, damit wir natürlich in einem frischen Bett schlafen. Ich werde mir jetzt mal ein Outfit raussuchen und dann gehe ich nochmal mit Nala spazieren und dann fahre ich los. Aber bevor der Vlog richtig losgeht, es gibt auch noch eine kleine Besonderheit in diesem Video und ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, ob ich alles reinschneide, aber das ist was, was ihr sowieso sehen werdet, wenn ich es gemacht habe. Ich habe es auch schon einmal kurz in einem Insta-Livestream, wo nicht so viele Leute drin waren, angesprochen. Deswegen, vielleicht der ein oder andere weiß es schon. Ich habe überlegt, mir meine Lippen aufspritzen zu lassen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt mit Hanna und Tamino treffe, weil wir haben, oder ich habe einen Termin bei, jetzt klingelt mein Handy. Hello. Ich kann aber bald losfahren. Ich vlog gerade. Kurz davor, es abzusagen, sage ich dir ehrlich. Echt? Ja, weil ich habe so Angst davor, Hanna. Du hast keine Ahnung. Vor dem Schmerz oder meinst du, dass du es bereust? Nee, vor dem Schmerz. Also ich glaube, bereuen werde ich es nicht. Hast du ja, das Auto gerade? Ja. Ey, dann hol mich mal ab. Ja. Okay, bis gleich. Ciao. Okay, Leute, ich muss mich jetzt beeilen. Hanna holt mich ab. Die fährt nämlich gerade eine Autoprobe. Und dann fahren wir mit dem Auto. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Termin bei einer Ärztin, die auch Lippen aufspritzt. Und die hat auch Hannas Lippen gemacht. Und ich bin sehr zufrieden mit Hannas Ergebnis und sie auch sowieso. Und die macht das auch ganz natürlich. Und ich werde euch nachher davon erzählen, weil jetzt haben wir gerade Zeitstress. Ich muss mir jetzt anziehen. Und ja, ich werde euch danach berichten. Ich habe so Schiss, ihr wisst nicht, ich bin so aufgeregt. Ich habe vorhin gedacht, das liegt einfach daran, dass ich noch nichts gegessen habe. Dann habe ich was gegessen und dann, ich bin immer noch so, ich bin auch voll am Zittern. Ich habe einfach so Angst vor Nadeln und Spritzen und Schmerzen. Aber es wird. Fingers crossed, es wird gut. Ah, ich bin voll aufgeregt. Okay, Leute, ich melde mich dann. Leute, wir fahren in einem coolen Auto. Und wir holen jetzt Tamino ab. Oh mein Gott! Ali! Ach, der müsste schon draußen stehen. Sie schmeißen sich eine Molly in Drink. Sie für mich Körper. Ich habe doppelt Adrenalin. Meine Achseln sind nass. Da ist er. Nee. Nee, ich sehe nicht. Nee, da ist es nicht. Da ist er, da ist er, da ist er. Ah! Komm, wir sind vor dabei. Ich dachte, ich halt wie. Warte mal, da steht unten ein anderes Auto. Was geht, Leute? Die Anso hat jetzt betäubte Lippen. Sie darf auch nicht reden. Und ja, die andere spritzt sich jetzt die Lippen. Was? Musst du spucken? Es ist so toll, wenn andere nicht reden kann. Das ist so. Ich mach meinen Mund nicht auf. Ja, machst du auch nicht. Aber alles voller Spucke und meine Lippen zuckt, ja. Das ist ja wahrscheinlich schon mal, weil du die ganze Zeit so anspannst. Und dann, aber das ist halt betäubt. Ja, und jetzt heißt es abwarten. Hanna ist gerade drin. Warum Untertitel? Okay, Leute, ich will sie nicht zum Lachen bringen. Tschüss. Wow. Ich kann gar nicht mal
deinen Lippen so locker lassen. Das sieht so schön aus. Richtig schön. Das ist so ein Unterschied. Aber hier ist so ein bisschen mehr so gewölbt, oder? Ja, deine Lippe zieht so ein bisschen unterschiedlich. Die ist einfach hier ein bisschen gewölbt, da ist da, da ist es ein bisschen gerader. Ich versuche schon die ganze Zeit auszugleichen, aber deine Muskeln sind einfach so. Beim Lächeln sieht das aber überhaupt nicht, ja? Also. Oh, ich hätte das eigentlich ein Video machen sollen, ich habe nur ein Foto. Boah. Boah, geil. Ich kann keinen Duckface machen. So Leute, ich bin wieder zu Hause und das ist jetzt mein Ergebnis. Man sieht, mir wurde auch ein bisschen Make-up weggenommen. Ich habe das Ganze mit Betäubungscreme gemacht und ich bin echt gespannt. Also ich sag euch ganz ehrlich, und das habe ich auch nicht erwartet, aber also ich finde das Ergebnis richtig schön. Ich kriege halt hier blaue Flecken und hier ist meine Lippe nicht so symmetrisch zu der. Also hier kriegt man das hier hinten nicht so aufgespritzt, meinte sie. Aber ich bin bis jetzt richtig zufrieden und ich finde sogar, man hätte noch mehr machen können. Weil ich will gar nicht so diesen extrem unnatürlichen Look und vielleicht sehe ich es einfach jetzt schon gar nicht mehr, obwohl das jetzt 2 Stunden her ist. Aber, okay, jetzt hier unten ist halt auch die Kontur, weil ich habe hier halt noch so, das ist alles so crusty und mit Make-up und so. Aber so finde ich es wirklich gut. Ich bin richtig froh, dass ich mich das getraut habe. Auch alleine wegen diesem, dass ich mich traue, weil ich hatte so Schiss davor. Aber ich bin mal gespannt. Ich will jetzt nicht so viel reden, weil ich bin noch so voll so ungewohnt. Ich werde auch noch nicht so dran fassen, weil ich weiß, man sollte es zwar massieren und so, aber gerade bin ich noch so. Aber ich bin mal gespannt, wenn das abgeschwollen ist, wenn ich auch geschminkt bin, weil ich kann mich so nicht ernst nehmen. Mit dieser Mundpartie, mit meinem Kinn und allem. Leute, ich mache mir gerade Sommerrollen und das wird das erste sein, was ich jetzt esse mit gemachten Lippen. Lol. Ich habe mir so eine Teriyaki-Sauce geholt. Und so Erdnussdateisauce, das war das Einzige, was ich so wirklich in Lebe gefunden habe. Was will ich noch dazu haben? Avocado, Gurke, Paprika habe ich vergessen zu kaufen. Oh Mann. Habe ich noch was Geiles im Kühlschrank? So, wir nehmen noch ein bisschen Salat. Ich habe gestern mal Tamino Salat mitgenommen, mache ich jetzt auch noch drauf. Und das wird mein Abendessen. Leute, wir ignorieren bitte meine Mund-Area. Ich habe jetzt hier meine Sommerrollen, diese Soße, diese Erdnusssoße ist übrigens sehr lit. Und ich habe gerade schon reingebissen, ich habe vergessen zu filmen. Es fühlt sich schon komisch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir jetzt wirklich Messer und Gabel geholt, damit ich mir Sommerrollen schneide. Also, aber das klappt wirklich besser. Ich weiß nicht, ob ich diesen Hubbel massieren muss, weil der ist halt blau und es guckt so runter. Oder ob das halt einfach normal ist. Guten Morgen, ich sehe so aus. Also bis auf den blauen Fleck und diese komische Schwellung hier bin ich so happy damit. Also ich weiß, so wird es nicht aussehen, aber so würde ich die gerne haben. Und es ist mir ein bisschen zu, oder es ist vielleicht auch einfach ungewohnt, aber diese, oh Nala hat mich so erschrocken. Diese Schatten, so dieses Pluppige, aber ich finde euch, also wir ignorieren auch meine Haare, aber ich finde das so toll. Und ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon massieren soll. Bin mir nicht sicher, im Internet steht nach 3 Tagen. Ich meine, ich sollte es aber direkt machen oder am nächsten Tag. Keine Ahnung, ich habe die bis jetzt in Ruhe gelassen. Und es geht auch alles. Essen geht, trinken geht, Zähneputzen geht. Ich dachte irgendwie immer, das ist viel schlimmer. Aber es fühlt sich auf jeden Fall ungewohnt an. Aber irgendwie hatte ich gestern Abend wirklich so Schwindelanfälle. Und ich war so, ey, liegt das irgendwie da? Habe ich zu wenig getrunken oder vertrage ich das irgendwie nicht? Aber es ist jetzt wieder alles gut. Aber ich bin eh so ein bisschen flau, aber ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen das Wetter. Und ich habe gestern noch, as you can see, gefaked tanned und habe meine Haare noch gemacht. Und ich war vorhin kurz meinen Körper abduschen wegen dem Fake Tan. Und jetzt sind die noch ein bisschen nass und Vivi ist jetzt auf dem Weg. Ich mache mir gerade meinen Kaffee, meine Milch wird gerade aufgeschäumt. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen aufgeräumt. Habe mein Bett bezogen. Und habe allgemein noch ein bisschen aufgeräumt. Und ich werde mich jetzt gleich schminken, damit hier auch alles matcht. Und ich bin richtig gespannt, wie meine Lippen geschminkt aussehen, weil das ist natürlich, also es sieht halt aus als, keine Ahnung. Hätte ich aber eine kassiert. Ich meine jetzt erstmal mein Coffee. Vivi brauchst du 2 Stunden zu mir. Und weil heute ja Karfreitag ist, bin ich mir echt nicht sicher, was alles heute hier offen hat. Ich muss mal gleich ein bisschen recherchieren. Und ich wollte eigentlich vielleicht noch eine Kooperation vordrehen. Ich kann die auch morgen drehen. Ganz ehrlich. Aber ich sag euch ehrlich, ich habe so selten erst vor Leuten eine Kooperation gedreht, weil ich mich das nicht getraut habe, weil mir das so unangenehm war. Was gar keinen Sinn macht. Bei YouTube und so mache ich ja auch vor Leuten und da ist mir gar nichts peinlich. Ich habe gehört von einem Mädchen, die hat mir auf Instagram geschrieben, Shoutout, dass ich ganz viel Wasser trinken soll und dass es gut ist, damit die Lippen länger halten. Und dass sie erst gedacht hat, man soll gar nichts trinken, aber man soll wirklich so 3 bis 4 Liter trinken die ersten paar Tage, damit die Lippen so voluminös bleiben. Und ratet, wer heute schon fast 1 Liter getrunken hat und nicht mal 1 Stunde wach ist. Aber das ist ja sowieso auch gut für den Körper, deswegen win-win. Wir machen jetzt mal Nalas Essen, weil
Ich merke an Alat Hunger. Weiß es gar nicht mehr. Wir geben ihr jetzt mal Welch Wine. Ich habe ja extra diese Matte für Nala gekauft, damit das nicht mehr so kleckert. Boah, ihr Essen, das ist immer wirklich... Und das Ding ist, es funktioniert nicht, weil sie kleckert trotzdem. Also die Matte ist halt auch nicht so enorm weit vorne, dass sie das irgendwie... Also wisst ihr, was ich meine? Aber sie kleckert trotzdem voll, weil sie immer die Teile... Also sie nimmt sich immer so einen Batzen und ich mache es auch schon immer... Boah, jetzt habe ich voll gekleckert. Ich mache sie extra in der Schüssel ein bisschen klein, damit sie halt nicht diese ganzen Batzen rausmachen muss. Und dass sie nicht so kleckert, aber sie kleckert irgendwie trotzdem. Look who's here, the pretty mouse. Wir sind bei Big Chefs. Snacks, Vorspeisen, Bowls. Oh, ich werde auf jeden Fall schon mit das hier. Das ist ja wirklich alles. Leute, ich bin geschminkt. Ich habe mich gar nicht geschminkt gezeigt. Vivi ist nämlich einfach da gewesen. Ich dachte mir auch, ey, das ist die doch safe. Auf einmal, sie stand mit ihrem Auto vorbei. Natürlich war so, ich bin gar nicht fertig. Aber so sehen meine Lippen aus. Ich habe das erste Mal Lipgloss drauf. Sehr schön. Und was sagst du, 1 bis 10? Schmerzen waren so eine... Also ich habe mir vorgestellt, ich habe... Ey, glaub mir, ich habe vorher so gezittert und ich habe da noch nichts gegessen. Ich war so, entweder bist du nur aufgeregt oder du bist auch einfach hungrig. So Kreislauf. Ich war danach... Ich war so, ich sag's ab, sei schon falsch. Also so nervös, oder? Ich hasse Spritzen, ich hasse alles, Eingriffe, alles. Aber tat weh? Schon. Aber ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, deswegen war ich so, ach, es geht ja voll. Unten war auch viel schlimmer, obwohl die meisten sagen, oben ist schlimmer. Aber ich unten. Super. Ich würde diesen Schmerz gerne noch fühlen. Nee. Weißt du, was ich meine? Nee, ich wollte gerne. Ich würde einfach gerne noch wissen, wie sich das anfühlt. Ja, aber. Ach, ich mag das aber so gerne. Es steht dir auch richtig gut. Ich will die Oberlippe, also so will ich das. Deswegen muss ich nochmal hingehen. Mir würde es jetzt nicht auffallen. Echt? Nein. Findest du nicht, dass die gespritzt aussehen? Nein. Aber weißt du, wie die vorher aussahen? So das ist vielleicht auch das Ding, dass ich keinen richtigen Vergleich habe. Aber eigentlich ja gut, weil... Ey, wisst ihr, sie fährt Schaltung, sie fährt Automatik. Aber ich fahre also die Schaltwagen. Ja, sie fährt so ich lustig. Ich sag ehrlich, ich glaube, ich kann gar keinen Schaltwagen fahren. Nein, du könntest es nicht. Doch, ich hab das gelernt, aber ich bin's nie mehr gefahren. Ich merk's. Ach du? Klar. Da oben ist er. Ey, ich kann das super Auto fahren. Und du hast ja wirklich ein kleines Auto hier gerade. Aber ich habe immer das Gefühl, ich habe einen Panzer. Nein, Junge. Stell dir vor, jetzt in so einem Mercedes Jeep. Ach du, die sagt Mercedes Jeep. Wisst ihr, was Mercedes Jeep ist? Eine Gegner. Ich hab's eben erst mal gegoogelt. Sie gibt, sie gibt so bei Mercedes ein, bei Google ein Mercedes Jeep. Ich denke mir so, meinst du eine Gegner? Siehst du, ja. Du kannst. Also wir sind ja gerade am Kennenlernen. Was glaubst du, wie oft lief die Story jetzt schon? Keine Ahnung, aber mir fällt auf neben dir, ich muss unbedingt zum Friseur. Warum sind meine... Ey, hast weißt du dir mal das Glossing gemacht, was ich dir geschickt habe? Nein, wann soll ich das gemacht haben, Bro? Das hast du mir gestern geschickt. Du kriegst doch dein Herz Amazon Prime. Kannst du das bestellen? Ey, warte, soll ich dir mal zeigen, wie hell ich war? Das wirst du mir nicht glauben. Sieht geil aus. Ist das Video auch in... Ja. Gibt es das nur in verschwommen, oder? Warum ist das denn so? Das war am TikTok drin. Ach so, okay. Aber es sieht stabil aus. Das ist auch ein Schwamm. Leute, schaut mal, wie hell ich war. Oh mein Gott. Wie lange ist es her, dass du... Sommer. Überlegt euch mal diesen Unterschied. Ich muss wieder zum Friseur. Oh, ich hab... Gehst du hier in Frankfurt? Mascara. Ja, ja. Zu wem? Westside Hair Beauty. Ah, klar. Ich dachte, vielleicht ist es eine Kette oder so. Burger King. Die Hugo Boss auf Frankfurt. Ich check das nicht. Weil guck mal, hier steht, du hast noch keine Stories. Nein, das ist richtig. Aber du hast ja eine öffentliche Story, warte. Mein öffentliches. Okay, guck, meine Story öffentlich. Boah, ich bin richtig fame. Ja, sag ich doch. Das sind 30 Leute. Oh, haben wir schon 8? Alter, ja. Es ist schon 8. Wir haben nichts zu essen. Wir gehen jetzt erstmal mit Nala spazieren. Wir haben so einen Film angefangen zu gucken. Der Fernseher ist schon aus. Nein, wir haben den. Also eigentlich haben wir den Film nicht so richtig gesehen. Wollen wir einfach da. Wir können auch an dem Thailänder vorbeilaufen. Digga, sollen wir nicht einfach zu. Aua, die knabbert an meinem Fuß. Zu Starbucks oder was? Nein, wieso? Die knabbert an meinem Fuß. Ich hab Angst. Nala, nein. Nein, die macht es immer, die Liebfüße. Okay.
Nein, Nala. Wir können auch mal fast einfach zu Mc's oder so. Nee, ja, hab ich gar keinen Bock. Dann lass uns Essen holen. Ja, okay, ich nehme mein Portemonnaie mal hier. Ist das hier? Ja, ja, wir können da vorbeilaufen. Was tun wir heute? Nala! Jetzt geht's weg. Also Leute, wir sind aufgestanden. Also nicht aufgestanden, aber wir sind wide awake. Ja, so halbe Weide. Halbe Weide. Wie diese kleine Obi, die ist voll früh müde geworden. Ja, Mann. Ich gehe immer so früh schlafen. Warum höre ich mich eigentlich an wie Kettenraucher? Ich habe mal so viel Hate auf TikTok bekommen, weil ich ein Voice over meiner Morgenstimme gemacht habe und alle so Marlboro Rot, Marlboro Rot. Oh Gott, dass man mich so im Internet sieht. Same. Ich komme auch gar nicht klar auf mein Leben gerade. Ich brauche eine Lippenpflege. Leute, wir machen uns jetzt ready und ich habe raue Lippen. Eigentlich könntest du voll gut dein Handy an die Fensterscheibe fropfen. Ich habe auch hier so ein Teil. Aber machst du nicht mehr? Nee, ich mag TikTok einfach eigentlich. Ich bin so. Eigentlich mag ich die ganzen Apps nicht, außer Insta und YouTube. Mhm. Bei TikTok-Lives geben mir eigentlich immer, außer jetzt so bei Leuten wie dir, aber dann muss man halt auch checken, wie die Leute sind. Aber ich war auch so lange nicht live, weil ich es auch einfach nicht mehr packe. Und wieso? Ja, weil es immer dieselben Fragen und so. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Güte, wenn das gerade fast in den Tee gefallen. Ist ja aus, als hätte ich gerade richtig schlechte Nachrichten bekommen. Loser? Ich bin irgendwie zwischendurch immer mal eingenickt. Aber nur so kurz. Ich hab's gemerkt, deswegen hab ich auch gesagt, komm in den Film. Ich wollte diesen Film so unbedingt gucken. Ich so. Echt? Wollen wir den morgen gucken? Ja, ich kann das nicht, wenn jemand neben mir schläft. Das ist mein, wie heißt das? Mein Pet Peeve. Was ist das denn? Kennst du nicht Pet Peeve? Nie gehört. Und zum Beispiel, wenn du Schuhe in der Wohnung trägst oder wenn Leute schmatzen, sowas. Pet Peeve. Mhm. Und bei mir ist Pet Peeve, wenn Leute vor mir einschlafen auf dem Sofa. Das stresst mich. Und wieso? Das, keine Ahnung. Ich war auch als Kind schon so, ich wollte immer die Längste sein, die wach ist und keiner darf vor mir einschlafen trotzdem und alle. Schwör? Ja, ist voll krass. Du bist ja gaga. Woher kommt das aber? Keine Ahnung. Sag die nicht ohne Ton einschlafen können. Das kommt, weil ich habe immer Angst, dass ich Stimmen höre. Wenn der Fernseher an ist, dann. Kennst du das nicht, wenn du manchmal. Wir haben da doch schon mal drüber geredet, wenn du dich so in was reinsteigerst, dass du dir komplett selber Paranoia machst. So zum Beispiel, wenn du draußen jetzt im Wald rumläufst und du machst dir einfach Paranoia, weil es dunkel ist und du denkst, scheiße, und dann steigerst du dich voll rein. Ja, aber steigerst, also es ist ja trotzdem so unrealistisch. Nee, ich glaube ja an solche Sachen. Echt? Ja. Was anders genau? Ja, an diese ganzen Geistergeschiss-Sachen und so. Krass. Ich habe so viele Storys schon gehört oder von meiner eigenen Mutter. Deswegen. Leute, ab hier, cut. Die hatte so eine. Kann ich das reinschauen? Nee, gell? Doch. Okay. Meine Mutter hatte früher eine Freundin, die war süchtig danach, Geister zu beschwören. Das war ganz schlimm. Also die war wirklich süchtig danach. Die musste das immer machen. Und dann, also man könnte halt auch einfach Fußball spielen oder so. Nein, die ist wirklich, ich beschwöre Geister. Und dann hat sie halt immer so erzählt, dass sie halt Leute hört, die neben ihr atmen. Oder wenn die in den Spiegel guckt, sieht die Sachen, bla bla bla. Und das ist voll krass, weil richtig viele Mütter von Freundinnen von mir, die weigern sich, mit uns über diese Thematik zu sprechen, weil die sagen, dass die so traumatische Sachen damit erlebt haben, dass die gar nicht erst wollen, dass wir, das war früher immer so, dass die gar nicht erst wollen, dass wir auf die Idee kommen, das zu versuchen, so mäßig. Und von einer anderen Freundin von mir, die Mutter hat uns mal so erzählt, wie sie das gemacht haben. Also die haben halt, ich weiß nicht, mit einem Ouija-Brett oder so. Auf jeden Fall haben die so Geister gerufen. Und einer leitet das ja irgendwie immer. Und die hat den Geist nicht richtig verabschiedet. Und das war wohl auch ganz schlimm, weil die diesen Geist nicht mehr losgeworden ist. Aber was ist denn dann passiert? Ja, so einfach so gruselige Sachen, wie du sitzt jetzt hier und irgendwas fällt um. Irgendwas fliegt runter, ja, was gar keinen nicht Sinn so macht. Schlimm. Digga, doch, das ist schlimm. Aber was, solange er dich ja nicht umbringt? Ja, es gibt halt gute und böse Geister. Kennst du nicht auch diese Snapchat-Story von so einem Typen, der in seiner Jugend haben die immer auch Ouija gemacht? Und dann irgendwann ist der, das war irgendwo in Amerika, über so eine Straße gelaufen, hat mitbekommen, dass Jugendliche mit so einem Spirit sprechen. Und dann hat er halt aus Interesse gefragt, wie dieser Spirit heißt. Und das war halt derselbe Spirit, mit dem der auch immer gesprochen hat. Und der war aber... Woher weiß man denn den Namen von den Dingern? Ja, die sagen ihren Namen. Kannst du nach dem Namen fragen.
Und er meinte, dass die aber irgendwann aufgehört haben, explizit mit dem zu sprechen, weil der wohl komische Sachen von denen wollte. Ich bring's jetzt nicht mehr so ganz zusammen. Auf jeden Fall so ein bisschen creepy. Nudes. Schick mal Nudes. Ja, oh, und dann irgendwie war dieser selbe, ich weiß nicht, ob die ausbrechen wollen. Ich habe mich damit nie so genau befasst, weil ich will das alles auch gar nicht so wissen. Krass. Ja, aber... Hätte ich gar nicht gedacht, dass du daran glaubst. Ja, ich glaube daran. Habe einfach voll viel Respekt vor diesen Sachen. Ich auch. Ich glaube, findest du nicht auch manchmal, wenn du in den Raum reinkommst und merkst, irgendwie ist hier ein bisschen komisch. Komischer Vibe. Ja, aber ich bin schnell an Geister. Mit was verbindest du das schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will mich halt so aufs Positive nur konzentrieren. Ja, Macher. Das, wie du das machst, das check ich nicht. Warum? Du nimmst einfach Puder, mit dem, der muss halt feucht sein, sonst funktioniert das auch nicht. Und dann drückst du das einfach rein. Aber meine Mascara hängt dann da dran. Hä, du machst die Mascara doch danach. Ja, aber wenn die dann runterläuft, über den Tag verteilt? Tut die ja nicht, wenn du das unter den Augen hier hast. Was machst du denn unter deinen Augen? Settest du das nicht? Nö. Kann mich über den Tag meine Augen. Meine Augen sind so Tränen, Alter. Ich hab das aber auch das immer mit dem hier. Findest du auch, dass diese Schwämme manchmal richtig stinken? Ja. Echt nicht? Nein, meine stinken nie. Okay. Das ist alles nass unter meinem Auge, weil ich meine Augen immer so drehen. Ja, what the fuck ist das denn jetzt? Ja, aber das sieht ja trotzdem genau gleich aus. Du siehst es ja nicht, wenn du nach vorne guckst. Das sieht ja auf beiden Seiten gleich. Also checkst du? Okay. Ready? Mhm. Ja. Guck mal, man hat da. Gibst du auch immer ein und dann wartest du, das macht niemand. Ich mach das auch immer, da gebe ich einen so Blubberblasen und denk, boah, Digga, wieso kommt jetzt keine? Und dann irgendwann muss ich immer suchen, weil es nicht gekommen ist. Wir sind jetzt bei Café Burli. Wir fühlen uns heute etwas slash. Ich bin, guck mal, meine Augen, man sieht richtig, ich habe nicht genug geschlafen. Aber wir waren gestern nicht so spät im Bett. Doch, um eins, oder? Ja, aber ich war ja noch wach. Ach so. Ich war ganz müde irgendwie. Ich war auch noch mal müde. Leute, Hanna kommt auch noch. Aber die ist eben erst losgefahren, weil die Maus immer zu spät kommt. Und wir sind immer pünktlich. Und wir sind pünktlich, Mäuse. Und meine Lippen tun weh. Aber sieht geil aus. Ja, oder? Ja. Sieht man, wie meine Augen angucken. Siehst du das aber auch? Das ist so richtig so. Mann, ich hab's so richtig aber man sieht, also ich finde, man sieht jetzt aber nicht, dass das alles so verlaufen ist. Ja, ich hab's ein bisschen noch kaschiert. So. Leute, Food is served. Das ging einfach innerhalb von 5 Minuten. Weniger. Ja, das war wirklich so schnell. Aber das machen wir jetzt. Und Hannah ist on her way. Ich bin sehr hungrig, wie auch. Junge, Leute, findet ihr, ich sitze komisch in meinem Auto? Du sitzt einfach wie so eine richtige, wie so ein richtiger Rapper. Hä? Sorry, jetzt mach mal Hand an Lenkrad, wie du machst. Ew. Ja, das sieht so lustig aus. Weil du so richtig bist, so richtig am Chillen. Ja, aber wir sitzen doch gleich steif. Ja, aber ich... Warte, willst du da hinten filmen? Hä, aber warte mal, vielleicht mache ich einfach mal ein bisschen gerade. Ist auch besser für den Rücken, oder? Ja. Mein Nagel, kennt ihr das, wenn der Nagel fast abfliegt, wenn man das so spürt, der ist so... Dieses aber knappe Kiste dann? Ja, ich hasse das. Mir ist noch nie ein Nagel abgerissen. Das freut mich für dich. Ja. Willst du dich nicht filmen? Ey! Leute, wie war mein Café Burli? War super lecker. Ah, ich muss mal meine Lippen nachmachen, weil man sieht meine blauen Flaggies. So, bester Lip Liner muss ich mir auch noch nachholen. Manhattan! Ich kann noch Kaya-Senf nehmen, aber ich bin auch richtiges Kaya-Konsum. Ich liebe Kaya-Lip Liner. Ich habe auch einen, aber die Farbe gefällt mir nicht mehr. Welchen hast du? Ich weiß nicht, der heißt Bianca? Kann es sein?
Der ist ein bisschen bräunlicher. Ja, ja. Nougat und Lovisa sind die besten. Lovisa ist richtig krass. Ich habe jetzt schon Angst, das im Internet zu sehen, weil ich weiß, ich werde spiegelverkehrt sein. Das heißt auch Lovisa. Warum sagst du Lovisa? Weiß ich nicht, weil es mit V geschrieben ist. Sorry. Irgendwie sage ich dann immer Lovisa. Das, die waren aber echt süß, die Mädels. Mhm. Shoutout an die Mädels aus Café Bur, ihr wart richtig süß. Ja. Und Shoutout, sag mir doch, wenn ich was zwischen den Zähnen habe. Ist mir danach auch gefallen. Vielleicht haben die es aber auch einfach nicht. Ja, ich boah, wie voll ist das bei dir noch? Der Blush ist ja noch richtig voll, benutzt du den nicht? Doch, aber nicht so viel, du weißt doch. Ey, das stimmt, nicht, aber mit den Augen hast du wirklich einen guten Tipp gegeben. Oder? Dankeschön. Gefällt dir? Ja. Mir gefällt es auch voll gut. Bei Schminktipps einfach Vivi fragen und nicht verzagen. Ja, ich drehe bald meine updated Make-up-Routine. Genau. Aber mir gefällt es auch richtig gut, habe ich dir direkt gesagt. Leute, seid ihr für den Mukbang mit Vivi? Meckers! Gut, was machst du? Was isst denn du immer so beim Mukbang? Nee, wir gehen dann woanders. Boah, mein Arm fällt gleich ab. Wenn du wieder nach Frankfurt was für Stadtsalat? Im Mukbang isst man doch keinen Salat. Es ist, ich esse es doch auch. Die hat noch nie meine Videos geguckt. Das ist sowas von Asozialität. Doch, manche kennen den. Ja, und Mukbang bei Stadtsalat ist richtig cool. Ich die ganze Zeit, wenn ans Auto fährt. Ah, ich dachte gerade, du fährst gegen den Busch. Boah, das ist richtig anstrengend für den Arm. Ja, das ist mal hier im Muskelding-Training. Kannst du mal schauen. Also, falls ihr für einen Mukbang seid mit Vivi, lass einen Daumen da. Lass einen Daumen da. Ich will jetzt keinen Taube überfahren. Ich habe schon mal eine Taube erfahren, das war das Witzigste, was mir hier passiert ist. Ist die weg? Ich weiß nicht. Kannst du mal gucken, ob da zwei Tauben laufen? Ja. Sind die weg? Ja, die sind weg. Sorry. Ja, du kennst ja meinen Kalender. Ja, den habe ich jetzt nicht auswendig. Ich schwör. Sieht aus wie mein alter Lehrer. Hier hat es gerade gepiept. Ja, das ist mein Versicherungsteil davon. Ach so. An der Scheibe. Wir gucken einfach spontan. Aber mir fällt jetzt auch der Arm ab, deswegen reicht das jetzt auch hier. Wir fahren jetzt Geschenke kaufen. Genau, eigentlich auch für Parfüm. Und eine Sache für Selina, weil die hat jetzt Geburtstag, Leute. Wenn das Video online kommt, übermorgen hat Selina Geburtstag. Happy Birthday! Nein, das darf man noch nicht sagen. Okay, wir hören jetzt Musik. Fliegen weg, mein Gerd. Wie macht man das aus? Und dann... Leute, wir haben hier richtig süße Sockies gefunden. Ich will ein paar Selina schenken, aber I don't know which one. Entweder dieses I love you oder dieses Drop it like it's slot, weißt du, mit dem Faultier. Das kommt irgendwann. Gibt's hier noch was mit Hunden? Ja, das finde ich auch süß. Das finde ich, glaube ich, richtig cool. Hier ist auch noch einer. Was steht da? Das kann man nicht lesen. Relax. Okay, ich finde beide cute. Gibt's hier nichts mit Hunden? Und? Das war keine Schlinge. Wie fährt jetzt nach Hause? Bye, ihr Mäuse, wir sehen uns wieder. Ja. Guten Morgen. Oh, meine Kleine. Du hast ein Gesicht, was man zerquetschen will. Du bist so klein und so süß. Ich habe gestern noch den Film zu Ende geschaut, den Vivi und ich angefangen haben, als sie bei mir war, weil der hieß... Oh. Luther the Sun ist irgendwas, meine ich. Auf jeden Fall fand ich den Film echt gut. Und dann habe ich gemerkt, die Zeit wurde umgestellt und ich war nur so, oh je. Und ich merke das auch, weil ich habe mir heute Morgen Wecker gestellt, damit ich den Vlog schneiden kann, weil ich heute zu Ostern natürlich ein bisschen früher zu meinen Eltern fahre. Und deswegen beende ich jetzt auch den Vlog an dieser Stelle. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es so ist. Oder wenn ihr mich einfach supporten wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.